Wir sind zurück bei der Alemannia aus Aachen, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück im FM24. Ich begrüße euch hier recht herzlich zu dieser neuen Folge. Und wie jeder von euch weiß, haben wir in der letzten Folge den Saisonübergang gemacht und ein paar gute Transfers getätigt. Unter anderem Lukas Podolski zu Aachen gelockt, sage ich mal. Ne? Mittlerweile zwar schon 39, aber trotzdem absolute wie soll ich sagen, Führungsfigur. Ja, erfahren auf jeden Fall. Ne? Insgesamt 537 Spiele in seiner Karriere gemacht, 174 Spiele Tore erzielt und natürlich auch für die Nationalmannschaft ja ein sehr wichtiger Bestandteil gewesen. Ja, ich denke, dass er uns auf jeden Fall hier helfen wird. Ja, und natürlich noch ein paar andere Transfers haben wir getätigt. Ich glaube, die sind jetzt auch alle soweit durch. Dann müssen wir natürlich noch mal schauen. Ah nee, doch nicht. Die sollten jetzt aber demnächst dann durch sein. Und wenn wir das durch haben, dann werden wir natürlich den Kader noch mal anschauen und den einen oder anderen Spieler dann möglichst auch noch abgeben. Denn sonst haben wir hier einfach einen viel zu großen Kader, ne? Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und ich will schauen, dass wir in der Folge die Vorbereitung ja komplett spielen, ne? Dass wir hier vorankommen. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß und wir gehen rein in das Trainingslager, ja? Nach Nizza. So, Danny Breitfelder wird möglichst auch kommen. Fortuna Köln hat auf jeden Fall das Angebot angenommen. Jetzt müssen wir dem Spieler natürlich noch ein Vertragsangebot machen. Ist ein Stürmer von der Fortuna, der viele Tore erzielt hat in der letzten Saison. Deswegen, der war auf dem Markt sozusagen und den haben wir bekommen. Deswegen, beziehungsweise konnten wir ein Vertragsangebot machen. Und ist auf jeden Fall gut, dass der zu uns kommt. So, wir geben eine Option mit rein. Dann sollte das in Ordnung sein. Und das erste Freundschaftsspiel steht an. Im Trainingslager. Ich glaube, wir haben fünf Testspiele mit reingenommen. Bin mir gerade nicht sicher. Können wir mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und da geht es dann gegen Lippstadt in der Liga los, ne? Am ersten Spieltag. Gut. Dann schauen wir doch mal kurz. Wer kommt jetzt hier noch? Verhandlungsbreitfelder. Walter vom Chemnitzer FC. Der Linksverteidiger. Genau, hoffen wir auch, dass der kommt. Auf jeden Fall. Hier ist noch ein anderer Verein interessiert. Und Yannick Rochelt, ne? Ja, da steht schon Wechsel zu ihm. Also das sollte dann auch durch sein. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir mal die Mannschaft auf. Also, Lukas Podolski wird auf jeden Fall direkt mal beginnen im offensiven Mittelfeld. Ja, wir werden auf jeden Fall dem System erstmal soweit treu bleiben. Ben Westermeier ins defensive Mittelfeld. So, da haben wir noch einen Schwermann, der ist allerdings bei einer 65, ne? Westermeier 63 und Steinmann haben wir auch noch, ne? Der ist sogar bei einer 67. Dann packen wir natürlich Steinmann dahin. So, dann die Außenverteidiger. Da haben wir Özwein natürlich. Der wird auch beginnen. Rechtsverteidiger Winter und Kircher. Da packen wir Kircher rein. Steinmann, Podolski, genau, Innenverteidigung. Scholl, Collins, Rumpf. Wen haben wir denn noch hier? Den haben wir auch, glaube ich, neu geholt, oder? Von Bocholt, 1.7. Nee. Okay. Ja gut, dann sind das auf jeden Fall die drei Innenverteidiger, die erstmal spielen werden. Dann rechts außen und links außen. Da haben wir mit Ramay und Heinz natürlich die beiden. Und Skepanek haben wir noch, ne? Ja, wir hatten ja den einen oder anderen Spieler, glaube ich, auch ausgeliehen. Oder der war ausgeliehen. Kam jetzt natürlich auch zurück. So, auf rechts starten wir mit Michaelis. Und dann passt das erstmal soweit. Ramsak im Sturm. Das ist in Ordnung. Das werden wir auch so weiterführen. Zack.
Defensiv. Wir müssen gucken. Linksverteidiger müssen wir rausnehmen. Da müssen wir Babu mit reinnehmen. Und noch ein Stürmer mit auf die Bank. Brasnitsch, ne? So. So, dann passt das erstmal für das erste Spiel auf jeden Fall. Werden wir nochmal ein paar Gespräche hier führen. Bevor wir reingehen. Michaelis, da erwarte ich mir auf jeden Fall eine Entwicklung. Auf jeden Fall die Saison wieder ein bisschen was. Da ist ja schon ein bisschen was passiert auf jeden Fall. Ist natürlich noch junge 17, ganz klar. Gar keine Frage. So. Kircher. Rumpf. Ähnlich wie bei Collins auch, ne? Aber die haben ja ein recht gutes Jahr gehabt, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen. Gut, dann gehen wir rein in den ersten Test. In der zweiten Saison mit der Alemannia gegen US. Oh Gott. Kann man nicht aussprechen. Auf jeden Fall aus Frankreich. Ligue 2. Ja, bin ich mal gespannt. Michaelis mit dem 1-0. Sehr schön. Ausgleich. 5 Minuten später. Ja, die Gegentore, da müssen wir schauen. Ne? Die gehen jetzt auch in Führung. Maxim mit dem 2-1. Boah, 3-1. Schade, gut begonnen. Und dann leider nicht mehr so gut gespielt, ne? Steinmann Note 5. Ja, das sieht auch allgemein nicht so pralle hier aus. Das war nicht der Matchplan auf jeden Fall, ne? Wir werden durchwechseln. Poldi würde ich trotzdem erstmal drin lassen. So, zack. Können wir noch was reißen hier? Im ersten Test, Stunde gespielt. Es sieht gerade nicht so aus. Wir sind mit dem 1-0 in Führung gegangen und dann, ja, leider der Doppelschlag, ne? Beziehungsweise das 1-1 durch Maxim in der 11. Dann 27. machte das 2-1 und 11 Minuten später schießen die das 3-1 und dabei bleibt es auch. Gut, damit verlieren wir den ersten Test hier im Trainingslager. Ja, mal schauen, wie das hier weitergeht. Mannschaftsführung findet großen Anklang. Wir müssen jetzt natürlich auch erstmal alle Spieler beisammen haben. Die Fitness ist auch noch nicht da, wo ich sie sehen möchte. Da sollten wir vielleicht nochmal einen Fitnesstrainer einstellen. Beziehungsweise arrangieren, ne? Angebot für Rochelt abgelehnt. Ah, der dürfte ja jetzt eigentlich schon da sein. Müssen wir gleich mal schauen. So, zweites Freundschaftsspiel. Auch wieder gegen so eine Mannschaft, die man nicht aussprechen kann. National. Also da rechne ich mir eigentlich schon bessere Chancen aus, ne? Da vielleicht mal zu gewinnen. Mal gucken. So. Ne, der ist immer noch nicht da. Sportdirektor informiert sie darüber, dass der Berater von Rochelt ihnen mitgeteilt hat, dass sein Klient nicht an einem Wechsel zu ihrem Verein interessiert ist. Hä? Was ist denn das jetzt? Aber der hat doch schon zugesagt, oder nicht? Da stand doch schon Wechsel zu ihnen. Ja, das ist ja ein Ding, ne? So ein bisschen ärgerlich, finde ich. Links außen, ne, war der. Müssen wir mal gucken. Pascal Schürf, schon zu alt. Celta Vigo, den hatten wir auch schon ein paar Mal gesehen jetzt hier. Aber da war auch jetzt nichts mehr wirklich dabei, ne? Aaron Keller. Der Schweizer. 61er Stärke. Auch nicht schlecht. Aber der will nicht. Na gut. Links. Heinz. Da sind wir dreifach besetzt, aber das ist jetzt, ja, nicht so die krasse Ausbeute, sage ich mal, ne? Obwohl Heinz jetzt natürlich nicht schlecht ist. Okay, müssen wir erstmal schauen,
wie wir hier weitermachen, ne? Beziehungsweise in die Saison reingehen. So, ich hoffe, dass die beiden auf jeden Fall hier kommen, ne? Ist auf jeden Fall noch wichtig. Gut, jetzt werden wir mal ein bisschen auf die Fitness achten. Also Linksverteidiger, der bessere Fitness als Özwein. Collins. Da wird er mal spielen. Rumpf ist jetzt auch nicht so wirklich da von der Fitness her. Ne? Schwermann könnte auch Innenverteidiger. Machen wir das mal so. So, Podolski. Da wird Bapo jetzt mal beginnen. Ramay. Ne, Heinz hat eine 85er, das ist okay. Michaelis auf rechts, gut gespielt. Bringen wir Wilms nochmal. Aber was heißt nochmal? Jetzt im zweiten Spiel. Brasnic startet jetzt mal für Ramsack vorne. Ja, es ist ja eh nur die Vorbereitung, sage ich mal. Ne? Natürlich will man sich jetzt auch finden. Das ist ganz klar, dass wir dann auch einen guten Start in der Liga hinlegen. Aber auch hier gehen wir schon früh in Rückstand. Oh, oh, oh. Ausgleich durch Schwermann. 18. Minute. Sehr schön. So will ich das sehen, aber direkt das 2-1 wieder. Gibt's doch gar nicht. Das gebe doch gar nicht. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. So, wir wechseln wieder durch. Podolski, Ramay. Innenverteidigung lassen wir erstmal so. 2-2, Robert Ramsack. So, Stunde gespielt. Mit dem Unentschieden bin ich jetzt bisher zufrieden. Können wir das halten? Oh, Poldi! Poldi macht es noch. Den Siegtreffer zum 3-2, sehr schön. Lukas Podolski, sein erstes Tor hier für uns, ne? Supi, ansonsten sieht das ja in der Offensive auf jeden Fall besser aus als in der Defensive. Ne? Die Einwechselspieler haben recht gut gespielt. Ist okay, ne? 3-2. Haben wir uns immer wieder zurückgekämpft hier. Sehr gut. Und Niklas Walter steht jetzt unter Vertrag. Sehr schön. Website. So. Spieler sind froh über Neuverpflichtung. Stimmung im Team steigt um 2 Punkte. Die mit schlechter Moral gewinnen 5 Moralpunkte. Strujic ist ein bisschen verärgert. Ja gut. Höchster Formgewinn. Poldi, ne? Den müssen wir jetzt. Geht aber nicht. Ja, von ihm erwarte ich mir, wie gesagt, einiges. Ne? Aber ich denke, er wird der Mannschaft viel geben hier, ne? Steinmann und Westermeier haben versucht, ihre Differenzen zu beseitigen. Das hat nichts gebracht. Da müssen wir dranbleiben auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt nochmal schauen. Aufgabenverteilung, nämlich Kapitän. Und da haben wir es nämlich schon. Ne? Poldi hat 7 von 10 Führungsqualitäten und natürlich auch die meiste Erfahrung, ja, jetzt bei uns im Kader. Wird daher auch nicht nur Führungsspieler sein, sondern auch unser Kapitän. Ne? Definitiv. Okay, das war erstmal gut. Und jetzt müssen wir nochmal hier einen Fitness-Experten einstellen. So, die zweite. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich vielleicht doch das System ändere. Aber eigentlich haben wir da gut mit gespielt, ja, in der ersten Saison. Deswegen lassen wir es erstmal so. Und Danny Breitfelder ist auch zu uns gestoßen. Sehr schön, das freut mich. Wir können noch mal kurz auf seine letzte Saison hier schauen. 33 Spiele, 20 Tore gemacht, ne? Das ist ordentlich auf jeden Fall, ne? Hat ganz gute Werte, auch in der Verfassung ist er stark. Von daher denke ich, ist das ein ganz guter Transfer für uns. So, ich glaube, jetzt haben wir auch soweit alle Spieler beisammen, ne? Breitfelder ist da. Gut. So viel Geld haben wir jetzt nicht ausgegeben. Wir können noch mal kurz auf die Transferliste gucken, ob da noch mal irgendwas dabei ist. Realistische Transfers. Kai Kleefisch. Defensiver Mittelfeldspieler. Eieieiei. 24. Stärke 67. Ich glaube, der kostet aber zu viel, ne?
Obwohl. Boah, das ist ja schon interessant, ne? Kai Klefisch. Aber ich glaube, wir haben ja schon einen Defensiven auch verpflichtet, ne? Aber. Oh. Das reizt mich aber hier. Den nehmen wir mal ins Blickfeld. So, irgendwas war da noch bei, glaube ich. Hier haben wir noch einen Stürmer. Strafraumstürmer. 8 Spiele, 2 Tore. Das ist nicht wirklich die krasse Ausbeute. Was haben wir hier noch? Matteo Raab, einen guten Torwart, ne? Boah, das wäre. Was müssten wir für den hinlegen? Ah, das wird schon ein bisschen teuer, ne? 1,7 Marktwert. Ah, ein bisschen zu viel. Dann haben wir hier noch Daniel Batz. 33 schon. Das ist mir zu alt. Tja, können wir mal kurz hier schauen. Torhüter. Der ist echt nice, aber der Marktwert ist halt zu hoch, ne? Benjamin Upphoff. Nee, das ist auch nix. Na gut, wie sieht es denn überhaupt auf der Torwartposition aus? Novakovic und Jone, ne? Die sind beide natürlich nicht schlecht, aber vielleicht kann man auf der Position nochmal was machen. Ach so, realistische Transfers natürlich. Wenn er 3 Sterne hätte, wäre das nice. Gucken wir mal, ob da was dabei ist. Ja, da gibt es ein paar, ne? Der ist nur auf Laie. 21, 65er Stärke. Hier haben wir einen Franzosen. Sullivan Pean. Stärke 66, anpassungsfähig. 1,92 mit 24. Also den finde ich schon mal recht gut, muss ich sagen. Von Fulham, Steven Bender. Professionell. Stärke 67, ja, 1,6 Millionen. Noch zu teuer, ne? Oh, wir können aber hier die Ablöse drücken. Wir können die Ablöse drücken. Bei ihm würde ich es versuchen. 900.000. Wurde akzeptiert. Ja, nice, ey. Wenn wir den noch bekommen, das wäre top, ne? 900.000. Okay, wir müssen natürlich jetzt nochmal schauen, dass wir den Kader hier verkleinern, ne? Also, wir haben 3 Linksverteidiger, ist natürlich zu viel. Strujic wäre jetzt auch jemand, den ich abgeben würde. 23.000. Setzen wir ihn mal für 20 auf die Transferliste. Und dann bieten wir ihn auch nochmal an. Vielleicht kommen da ja Angebote rein. So, Innenverteidigung, da haben wir echt nur, naja, 5. Reicht ja eigentlich auch, ne? Aber der ist noch ein bisschen verletzt. Da sind wir auch nicht so stark besetzt, ne? Vielleicht, wenn wir noch einen Innenverteidiger holen würden, wäre eigentlich ganz sinnvoll, ne? Rechts haben wir 2, aber auch nicht die besten, ne? Nils Winter ist auch nicht mehr so stark. Defensiv haben wir 4. Da würde ich auf jeden Fall jetzt Müller abgeben. Ne, 13.000 machen wir für Marktwert. So, und wenn wir die nicht loswerden, dann stecken wir die in die zweite. Ja, die können wir jetzt schon mal in die Reserve schieben. Stojic in die Reserve. So, dann haben wir hier 3 und Stärke 65. Den wir gerade gesehen haben, der hat mir sehr, sehr gut gefallen hier, ne? Der Kleefisch hier. Der hat ordentliche Werte, ey. Und wir würden wenig für den bezahlen. Aber was heißt wenig? Aber die Ablöse ist richtig gut, ne? Wir machen den einfach jetzt mal ein Angebot. So, gehen wir mal hier. Machen wir mal 700. Wurde akzeptiert. Na, gucken wir mal. Gut, da brauchen wir natürlich auch keine 4. Da würde ich einfach dann den Schwächsten abgeben, ne? Schwermann 65.
260.000 Mark wert. Steinmann ist noch mit der Beste, ne? Der Steine hier. Und Westermeier, der hat einen guten Marktwert, ne? Ballgewinner. Aber den hatten wir auch erst geholt, ne? Genau, von Unterhaching. Den würde ich noch behalten wollen. Ich würde Schwermann abgeben. Der hat auch einen guten Marktwert. Da kommt noch ein bisschen Geld rein. Machen wir mal für 300.000. Dann gucken wir mal, ob da was kommt. So, Spieler anbieten. So, zentral brauchen wir so gut wie gar nicht mehr. Herzog auf jeden Fall weg. 125.000. Ja, wenn ich die Spieler loswerde, dann kommt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geld rein, ne? Das wäre gar nicht so verkehrt. So, die schieben wir auch in die Reserve, Schwermann. So, Babo Podolski, das bleibt erstmal. Babo ist auch ein guter Spieler, finde ich, ne? Hat zwar nur 5 von 10 Sterne talentmäßig, aber trotzdem, wo ist eigentlich Eto'o abgeblieben? Ist mir gerade mal aufgefallen hier. Haben wir den in die Reserve getan? Ja. Ja. Ist auch erstmal okay so. So, links. Links würde ich ihn abgeben wollen. Hat auch in der letzten Saison keine Spiele gemacht. Den geben wir auch ab. Hat auch einen guten, ja, was heißt einen guten, aber machen wir hier mal 40.000. Ah, den können wir nur leihen. Das ist auch Mist. Er geht aber trotzdem in die Reserve. So, rechts haben wir 4. Das ist natürlich auch zu viel auf jeden Fall, ne? Zu viel Konkurrenzkampf will ich dann auch nicht haben. Da müssen wir mal schauen. Schaub hat einen Marktwert von 110. Salanovic 35 und Wilms 135, aber Wilms werde ich auf jeden Fall nicht abgeben. Dann ist es Schaub, den wir abgeben. So, 110. Und Spieler anbieten. Und der geht auch in die Reserve. Dann haben wir immer noch 3, ne? Aber das lassen wir erstmal so. So, und vorne im Sturm: Brasnitsch, Ramsak und Breitfelder. Brasnitsch ist jetzt von der Stärke nicht ganz so schlecht, aber in der letzten Saison leider nur 17 Spiele, nur ein Tor gemacht. Das ist ein bisschen, also was heißt ein bisschen, das ist auf jeden Fall viel, viel zu wenig, ne? So, das erwarte ich mir auch nicht, ne? Ramsak dagegen, 31 Spiele, 16 Tore, das kann sich schon mehr sehen lassen. Und mit Breitfelder haben wir dann halt noch einen guten Stürmer, der in der letzten Saison auch gut genetzt hat, ne? Also ich würde an der Stelle Brasnitsch auch zum Verkauf anbieten. Machen wir mal 30. Und schauen dann dementsprechend, was da reinkommt. Okay, dann sind wir damit erstmal durch, würde ich sagen. Steven Bender, der Torhüter. Fulham hat das Angebot angenommen und der Spieler könnte sich durchaus einen Wechsel zu uns vorstellen. Bei einem Nichtaufstieg möchte er gehen. Okay. Er möchte für mindestens 3 Jahre unterschreiben. Alles klar. Wichtigster Spieler eher weniger. Stammspieler auf jeden Fall. Oh, er verdient 1,4 Millionen. 1,04. Boah, das ist aber schon übel, ne? Aber hier ist es okay, ne? Fair. Machen wir 260. Alles gut. Gucken, ob das passt. Nichtaufstieg. 100%. Ja, passt. Nimmt trotzdem noch was rein hier. Option für Spieler und dann gucken wir mal. Hoffen wir mal, dass er das Angebot annimmt. Wäre cool. Dann haben wir hier Kleefisch, ne? Den defensiven Mittelfeldspieler. Auf jeden Fall. Boah, den müssen wir mal was bieten hier. Warum will der so viel? Das kann doch gar nicht sein. Gehen wir mal auf 500. 500, das ist schon echt ordentlich, ne? Abstieg nehmen wir weg. Nichtaufstieg, okay.
Option. Anteil am nächsten Verkauf 10%. Das können wir rausnehmen. Okay, ob wir den kriegen, unwahrscheinlich, aber schauen wir mal. So, Angebot für Schwermann, Saarbrücken, oder sind einige Interessenten. Babelsberg, Saarbrücken, Bielefeld, Osnabrück, Ingolstadt, hat er freie Auswahl hier. Das nehmen wir an. Annehmen, Herzog, Brasnitsch hat auch Interessenten auf jeden Fall, sehr schön. Vincent Schaub, da gibt es auch ein paar. Gut, die bieten auch alle die Ablösesumme, die wir auch haben wollen. Deswegen können wir das beruhigt auch annehmen. Und der dritte Test steht an gegen den FC Rouen. So, Niklas Walter. Der Linksverteidiger, genau, sehr schön. Da freue ich mich, dass der auch da ist. Innenverteidigung auf jeden Fall Collins wieder rein. Wegen dem Innenverteidiger wollten wir auch nochmal schauen. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf. Ich glaube, wir schaffen die Vorbereitung hier doch nicht komplett zu spielen. Denn sonst wird die Folge wieder zu lang. Das wollen wir nicht. Innenverteidiger. Vielleicht ist ja hier noch was dabei. Hoffenheim. Haut mich aber nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. Gut, dann müssen wir hier nochmal kurz suchen. Ein Innenverteidiger wäre echt noch gut, ne? Beste Position. Gucken, was da noch dabei ist. Michael Hector, 31. Aber schon zu alt wieder, ne? So, hier haben wir jemanden. Oh, der hat auch ein gutes Talent, ne? Fels in der Brandung. 65er Stärke, Tscheche. Kann unsere Sprache nicht, aber er kann Englisch. Er kann Englisch. Hier haben wir noch einen Niederländer, aber auch schon 32. Holstein Kiel, Timo Becker. 66er Stärke und Julian Börner, Fels in der Brandung. Flexibel, Teamplayer. Teamplayer, professionell. Den Burner finde ich, glaube ich, ein Tickchen besser, ne? 211.000. Das geht, ne? Der kostet wieder 600.000, ne? Hat nur eine Gesamtstärke von 65. Ah, der ist schon 33 hier. Ah, shit. Timo Becker. Nehmen wir den Becker. Nehmen wir den Becker. So, Angebot lassen wir so, akzeptabel, 260.000. Gut, jetzt reicht aber auch, denke ich, mit den Transfers. Okay, nächstes Spiel, wie gesagt, Ramsack kommt wieder rein und Poldi, Bapo rein. So, links, ja, der hat eine schlechte Frische, ne? Lassen wir doch noch ÖS2 nochmal spielen da. Ansonsten passt es, glaube ich. Westermeier können wir nochmal bringen. So. Vertrag von Eto läuft aus. Ja, auslaufende Verträge, da müssen wir auf jeden Fall uns zeitnah auch mit beschäftigen, ganz klar, ne? Zack. So, Breitfelder ist verletzt. Ein paar Tage nur zum Glück. Gut. Dann gehen wir rein. Wir haben schon wieder viel zu viel gequatscht und geguckt und dies und das gemacht. Jetzt den dritten Test. Schauen wir mal, wie wir uns jetzt hier schlagen. 1-0 durch Anton Heinz. Vorlage Bapo. Gut, dass wir in Führung gehen. 6. Minute. Ich sage mal, ein zweiter Sieg im dritten Spiel wäre gut. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen und auch natürlich Selbstvertrauen geben, ganz klar. Aber wir machen ein sehr, sehr gutes Spiel, ne? Wie man hier sehen kann. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Torschütze wird natürlich gelobt. 1-5er auch. Gut. So haben wir uns das vorgestellt. Ein 2-0 wäre natürlich schöner gewesen. Wir bringen jetzt nochmal Ramay für Heinz, weil der nur Note 1 hat. Und Bapu nehme ich auch nochmal raus.
So passt es. Sollen wir mal schauen, ob wir noch das zweite Tor erzielen können. Wir sind dran. Wilms jetzt mit dem 2-0. Sehr schön. 50. Stunde gespielt. Jetzt bringen wir Brasnitsch nochmal für Ramsak. Ja, das haben wir doch gut gemacht hier. Poldi mit dem 3-0. Sau stark, ne? Nota 1. Unser Kapitän. Sein zweites Tor in der Vorbereitung. Das ist nice. Das ist sehr nice. Ne? Nota 1 als Kapitän, sehr schön. Geht voran, man merkt das direkt. Ne? Auch wenn er jetzt nicht von Anfang an gespielt hat, aber auch Bapu stark gespielt. Anton Heinz mit einer Note 1, ne? Wilms mit einer Note 2, Ramay 2, Brasnitsch 2,5, aber Poldi halt, ja, als Kapitän und jetzt sein zweites Tor hier für uns erzielt im dritten Spiel. Sehr schön, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Okay, dritter Test, zweiter Sieg, kann ich mit leben. So, Vereine einigen sich auf Wechsel von Bender zu Aachen. Ja, wenn der kommt, das ist echt, wäre echt geil. Dann haben wir noch einen richtig starken Torhüter noch, ne? Oh, der will aber Kohle haben hier. Oberpeinlich. Eieieiei. Wir haben hier nur ein Durchschnittsgehalt von 79.900, ne? Das ist ein bisschen heftig. 340. Ah ja, wenn wir mithalten wollen, dann müssen wir denen schon auch was bieten, ne? Das ist halt so. Bei Abstieg, ablösefrei, Option. Ja, 2 Jahre würde ich eigentlich ungern geben. Jährliche Erhöhung und Anteil am nächsten Verkauf. Das bringt auch nichts. Bringt auch nicht viel. Boah, aber 400.000, das ist schon heftig. 380, aber machen wir 340. Probieren wir's. Wir nehmen ja auch noch ein bisschen Geld ein hier, ne? So, ich denke, die Spieler, die werden auch alle weggehen. Da gibt's einige Angebote hier. Ja klar, 0 Euro für Bastian Müller. Logisch. Logisch. Okay, Freunde. Eigentlich wollte ich die ganze Vorbereitung hier mit in die Folge reinnehmen, wie ich zu Anfang der Folge auch gesagt habe. Leider hat das nicht ganz funktioniert, weil wir uns noch ein bisschen um die Transfers auch gekümmert haben. Das ist natürlich wichtig, dass wir eine gute Mannschaft, einen guten Kader stellen für die kommende Saison, denn wir wollen ja... Ja, aufsteigen, ne? Das ist natürlich das Ziel für die zweite Saison. Wir wollen aufsteigen und das können wir nur, wenn wir den Kader natürlich vereinzelt auch weiter verstärken. Ja, das haben wir jetzt getan, denke ich. Und dann, ja, schauen wir mal, wenn die Spieler dann da sind, wie viel Geld noch da ist und so weiter und so fort. Und vielleicht kann man einfach auf den einzelnen Positionen noch was ergänzen, ne? Transferliste ist ja noch ein bisschen auf. Also... In der nächsten Folge werden wir das auf jeden Fall abschließen, die Transfers, den Kader stellen und natürlich die letzten zwei Spiele sind es noch, ja, 2 Vorbereitungsspiele machen, bevor wir dann in die Liga starten, ne, gegen Lippstadt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da wart, es war eine coole Folge, finde ich, und genau, lasst gerne was da. Ne, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Einfach mal Feedback geben zum Kader und so weiter. Und dann freue ich mich auf den Saisonstart hier mit der Alemannia. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Bis dahin.